So, ich habe gedacht, ich mache mal einen ganz ruhigen Start dabei bei dem Video, dass man das erstmal ein bisschen genießen kann und ich mich auch konzentrieren kann gleichzeitig. Das Mikro ist ein bisschen weiter weg, weil ich hoffe, das geht so, weil das stört mich sonst gerade. Sind wir gerade also am Flughafen Mahl, dem EDLM, auf dem Taxi und wollen einen kleinen Rundflug machen, ne? Der Sound ist einfach überwältigend gut. Ah, da hinten fährt ein Auto. Huch, falsche Taste. Ich muss mich noch dran gewöhnen, ich habe jetzt die Originaleinstellungen. So, jetzt sind wir bereit. Wenn wir auf die Bremse latschen, dann geben wir ein bisschen Schub. Lassen die Bremse los. Klappen. Auf Start. Hätte ich fast vergessen. Da ist noch ein Tanklastwagen. Und Rotate. Das müssen wir jetzt ganz schnell hier rum. Finde ich den Weg nämlich nicht, wo ich hin will. Das erste, was ich jetzt mal mache, ist einmal kurz pausieren. Und wir wechseln auf die Außenkamera, auf die Drohne, weil ich muss ja mein Haus mal einmal gucken, wo das ist, ne? Kamera mal weg hier. So. Ja, das war ein bisschen zu früh. Aber das ist nicht schlimm, weil wir können den Drohnenmodus nämlich ein bisschen schneller machen. Und go. So, jetzt ist auch ein bisschen leiser. So, ganz kurz. Also, wir haben hier hinten, haben wir, da ist der Flughafen Mahl. Ja, Lohmühle. So, dann haben wir hier schon im Grunde genommen die Hüllstraße. Natürlich stimmen die Häuser nicht wirklich. Es stehen da zwar Häuser, aber die sehen halt nicht unbedingt so aus und die Straße sieht auch nicht besonders gut aus. Weiterfliegen in diese Richtung. Dann kommt gleich eine Kreuzung. Dann kommen hier wieder die Häuser. Hier ist der Gänsebringpark. Ne? Das stimmt auch so. Achso, wir können noch einen kleinen Abstecher mal eben machen. Da ist nämlich der normale Park. Also hier der Lohmühle-Park, wo die Gänse auch sind. Dann machen wir hier einen kleinen Abstecher. So, jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt muss ich wieder orientieren mich. Genau, da sind wir. So, mal kurz orientiert. Jetzt kommen wir hier am Gänsebringpark entlang. Und gehen dann nach links. Da ist der Kreisverkehr. Da ist die Schule. Ne? Die kann man auch gut erkennen.
So. Hier wäre dann Kaufland. Ist halt... ist okay. Also ich würde sagen, ist als Kaufland geht das durch. Ja? So, und dann haben wir jetzt natürlich, könnten wir geradeaus oder wir können hier links. Links ist dann das Krankenhaus. Da ist dann hier Paracelsus-Klinik. Das hier wäre dann die Paraklinik. Ein bisschen krüppelig so die Gebäude, das weiß ich, das ist mir klar. Und hier wohnen meine Eltern. Nee, nee, hier noch nicht. Das war zu früh. Hier. Und das erkennt man. Es sind zwar nicht diese Häuser, aber die sind halt so angeordnet. Man erkennt es in diesen Kanten. Man kann es erkennen. Ja, das ist dann die Bergstraße. Kreuzung Lipperweg. Hier ist der Lipperweg entlang. Da hinten ist das Werk. Ich meine, da sind zwei komische Türme, die da nicht hingehören. Die sind irgendein Fehler in der Grafik-Engine. Aber da hinten ist auf jeden Fall das Werk. So. Andersrum. Hier lang, Bergstraße. Bergstraße folgen. Kurz überlegen, ist das schon die Heierhof? Ja. Heierhofstraße, hier rein. Würde dann da geradeaus, wird man wieder zum Lipperweg zurückkommen. Noch weiter. Jetzt fehlt hier eine Brücke, die fehlt hier. Wenn man hier rum geht, kommt eigentlich hier die Brücke. Dann fährt man über die Brücke und kann dann diese Straße hier rein. Dann kommt man zu unserer alten Wohnung hin. Das wäre dann hier. Das wären die alten Häuser. Und wie gesagt, da habe ich schon erzählt, meinen Eltern erzählt, hier sind eigentlich Hochhäuser, da sind normale Häuser. Das ist natürlich komplett verkehrt. Ne? So, jetzt nochmal eben zur City. Kurz zurück. Also ich würde mich hier total zurecht, ne? Das ist halt irre, ne? Hier lang. So, jetzt nach links. Rauf auf die Bergstraße. Zack. Ab Richtung City. Mit der komischen Kamera hier. So, da sind schon die Hochhäuser. So, Rappaportstraße. Kreuzt, ne? Da ist sogar eine Brücke. Die ist richtig. Hier ist das Sportzentrum, ne? So, weiter. Ich meine, klar, aus höherer Höhe sieht es natürlich noch deutlich besser aus, aber mir geht es ja jetzt um was, um zu zeigen, wie ich mich hier auch in der Tiefe zurechtfinden kann. Und hier haben wir die City. Da ist sogar der Citysee. Ne? Genau so, wie es sein sollte. Dann wäre hier, das wäre dann das Rathaus, was natürlich komplett falsch ist, das Gebäude. Weil das müsste ja so ein komisches 50er-Jahre-Gebäude sein. Ich meine, ist es zwar, aber... Ja, ja, gut, halt anders, ne? Und das ist der Citysee. So, und jetzt zurück. Nein, machen wir anders. Nehmen wir die Kamera. Können wir resetten. Hopp. Dann sind wir wieder da. Oh, ich muss doch Fahrwerk einfahren. Oh Mann, ganz vergessen. Machen wir jetzt unsere kleine Tour. So. Wenn wir hier auf den Radar gucken, unten rechts, dann sehen wir, dass da Flüsse eingezeichnet sind. Und ein ganz gerader Fluss. Das ist der Kanal. Da fliegen wir jetzt in diese Richtung. Können wir auch ein bisschen rauszoomen hier noch. Dann haben wir nämlich hier oben rechts, da wo jetzt ist noch ein See eingezeichnet. Das ist der Halterner Stausee. Und da wollen wir hin. Als erstes. Recklinghausen fliegen wir danach an. Was auch immer das für ein Riesenturm sein soll.
hier bei den chemischen Werken. Also bei Evonik heute. Heute heißt es ja Evonik. Das sind die Werke, das sind die, ist die ehemalige CBH, heute Evonik. Mal ein bisschen tiefer. Und mal ein bisschen Gas raus. Bisschen laut, ne? So, haben wir mal 4.500 Umdrehungen. Geil ist auch einfach, dass die ganzen Windparks da sind, ne? Das ist schon toll. Das ist die Lippe und der Kanal. Und rechter Hand, da dieser Wald, das ist schon die Hart. Hatte ich eigentlich die, ja, Wetter ist alles live, genau. Also ist ja gerade richtig schön, wa? Haben wir ja schönes Wetter erwischt. Ist ja reales Wetter. Oh, ein bisschen anders hinsetzen, so. Jetzt sind wir fast schon da, wo ich erstmal eine Runde mit dem Wasserflugzeug hier landen will. Können wir uns natürlich jetzt aussuchen. Entweder nehmen wir den Fluss oder den See. Aber ich nehme, glaube ich, den See. Ganz schön windig. Also Grafikeinstellungen, ich spiele jetzt Full HD, weil ich habe ja eh keinen 4K-Monitor und Ultra. Also höchster, mehr geht nicht. Und wir haben entspannte 44 FPS. Ne? Kann man nicht meckern. Ich nehme den hinteren Teil vom See, aber da habe ich mehr Fläche. Weil eigentlich ist der nicht geschlossen. Da ist irgendwo hier ein kleiner Fehler drin. Dass es hier mehrere unterteilte Seen sind, ist es eigentlich nicht. Ne? Das ist eigentlich ein großer See. Das hier müssten Fischteiche sein, glaube ich. Rechts von uns. Vermute ich einfach mal. Gerade angelegte Becken? Vermutlich. Geschwindigkeit runter. Bring die Flaps raus. Trimmen das Ganze gegen. Dann gehen wir runter. Gas raus. War vielleicht ein bisschen schnell, aber es geht ja noch. Ist okay. Das Geile an dem Flieger hier ist, man hat, kann ich das auch hier sehen? Ja. Man hat hier ein Ruder. Dann geht das in Transit, dann ist das Ruder gleich draußen. Das muss aber erst ausgefahren werden. So, und jetzt kann man schön
Das ist ein Boot. Ein bisschen fliegende Bäume, naja gut, das sind so Sachen, ne? Wenn man überlegt, dass das eine KI gemacht hat und kein Mensch, ist das schon beeindruckend. So. Das Ruder wieder raus. Und hauen wir wieder ab, ne? Bei 50 rotate. Flaps rein. Trim. Und wechseln wir. So, wie wir jetzt Recklinghausen finden, bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Also wir könnten natürlich zurückfliegen, was mir am liebsten wäre. Ich fliege erstmal zu EDLM, orientiere mich neu. Also zurück zur Lohmühle. Weil da ist es dann leicht für mich. Oder sollte es zumindest sein. So. Gas raus. Fliegen wir mal deutlich höher zurück, als wir gekommen sind. Hat man dann schon eine schöne Aussicht, ne? Und vor allem halt eine, die Felder, die wir hier sehen, das sind halt wirklich an der Stelle sind Felder, ne? Also nicht wie in anderen Spielen. Oder Simulationen. Und das Schöne ist, seht ihr, da vorne blinkt was. Da ist jetzt schon die Landebahn. Und die ist genau richtig. Das heißt, wenn wir von hier aus kommen, können wir da genau landen. Großartig. Aber wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen ja nach Recklinghausen. Das müsste halt... Das ist echt schwer. Kann ich von hier aus echt nicht so gut sagen. Ich muss der Straße folgen. Ich weiß es nicht anders. Und die hart. Unfassbar.
Ja, das hier ist die Autobahn, das ist die verkehrte Seite. Da bin ich einfach zu lang, ist einfach zu lange her, dass ich da mal lang gefahren bin. Also zumindest nach Recklinghausen. Recklinghausen ist da eher ungewöhnlich, da würde ich die Autobahn nicht nehmen. Einmal über Lohmühle drüber. Jetzt unter uns dieser Straße folgen. Das ja eigentlich auch die Straße ist, auf der ich wohne. Nur andere Richtung. So, geradeaus ist Herten. Das heißt, Recklinghausen muss irgendwo links sein. Genau, da ist dann die Autobahn. Das ist die Autobahnbrücke drunter her. Und wenn wir jetzt geradeaus biegen, müssten wir zum Bahnhof kommen. Ich hoffe es. Also das muss Recklinghausen hier sein. Wenn ich mich nicht komplett vertue. Nur die Frage, da müsste jetzt eigentlich irgendwann der Bahnhof kommen. Aber wir können natürlich gleich mal auf die... Ja, es ist Recklinghausen. Ganz sicher. Ist halt nicht meine Heimatstadt, da käme ich mich nicht so gut aus. Da ist es doch, oder? Nee, doch nicht. War nicht der Bahnhof. Mal eben eine kleine Runde drehen. Nur nicht zu schnell, das ist ja kein Kampfflugzeug. Ah, hier, Moment, wir haben aber Schienen hier, Moment. Das sind Schienen. Letztes Mal habe ich den Bahnhof gefunden, aber irgendwie... Wir wechseln mal auf die Drohne. Das ist jetzt schwierig.
Leider kenne ich mich nicht hier gut genug aus, um zu wissen, was hier was ist. Es könnte... Doch, warte mal, das könnte die Innenstadt sein. Das ist die Innenstadt. Ja, klar. Wie war das? Lörhof Center? Ne, das war Essen. Ne, das war Gildo. Lörhof Center, ne? Ja, klar. Essen war Gildohof Center. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen verwirrt gerade bin. Aber das ist nicht hier... Das könnte aber Lörhof Center sein. Aber da müsste ja der Bahnhof nicht allzu weit weg sein. Den müsste ich ja von hier aus sehen können. Muss mal die Drohne ein bisschen schneller machen. So, jetzt haben wir, ne? Das ist ein Bahnhof, aber das könnte auch genauso gut Süd sein. Dann wäre das ja... Not really. Ist das die Trabrennbahn? Also hier die Pferderennbahn? Mit einem See? Kann sein, ich habe keine Ahnung. Die Leute, die jetzt aus Recklinghausen kommen, bitte schlagt mich nicht, wenn ich irgendwelchen Mist erzähle. Ich meine, Recklinghausen ist es ganz sicher. Ja, da ist mein Flieger wieder. Da sind wir wieder an dem... Schlag mich bitte nicht. Also, ich finde es gerade nicht. tut mir leid. So, dann fliegen wir zumindest noch zurück. Alles nicht wirklich weit hier, ne? Mit dem Flieger. Katzensprung. Man merkt, ich bin schon öfter mal jetzt hier gestartet. Muss mich gar nicht groß orientieren. Fahrwerk raus. Landeklappen raus. Gegentrimmen.
Oh, da startet gerade ein anderer. Selbe Maschine. Ah, ist egal, mach mal, ich geh mal hier. Kriegt das Ding ja auch fast auf der Stelle gerät. Bisschen Gras schadet nicht. Will dem da nicht in die Quere kommen. Hier ist halt immer ein bisschen komisch, dass der da genau an diesem Weg, an dieser Stelle steht. Das ist nicht richtig. Deswegen fahre ich hier immer ein bisschen übers Gras. Hallo Tanklastwagen. Ja, das ist ja toll. Du bist jetzt da, wo ich gerade hin will, Kollege. Naja, ist egal. Okay, lassen wir das hier an der Stelle. Machen wir die Karre wenigstens noch eben aus, ne? So, Spritzufuhr kappen. Und Strom aus. Das Ding ist so einfach zu machen, zu handeln. Also, zack. Okay, das war's mit dem Video. Alles klar, Leute. Macht's gut. Bis dann. Ciao.